Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen uns heute bei all den Menschen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, für ihre und für unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte bedanken. Wir alle, finde ich, leben in einem besseren Land. Vielen Dank dafür, dass Sie daran mitgeholfen haben. Wir sind heute da, weiß nichts über morgen und was gestern war. Viele haben Größenwahn, deinen Namen ganz groß in schönsten Farben. Es ist eine Erinnerung an die Zeit, wo unsere Eltern, Großeltern nach Deutschland gekommen sind. Und ich freue mich, dass die SPD endlich dieses Thema zum Hauptthema gemacht hat. Mir muss man nicht danken, ich habe keinen anderen Platz auf dieser Welt. Deutschland ist mein Land. Ich selber als Gastarbeiterkind bin besonders stolz auf meine Eltern, auf das, was sie geleistet haben. Und dass das hier gewertschätzt wird, ist für mich einfach nur ein Zeichen, dass es richtig war, dass mein Vater damals den Mut aufgebracht hat, nach Deutschland zu kommen. Und dass dieser Mut hier gewürdigt wird, ist für mich eine ganz wichtige Sache. Also ich würde sagen, vor 50 Jahren gab es mal ein Abkommen. Es hat sich dann vieles anders entwickelt, als es zu dem Zeitpunkt, wo der Vertrag unterschrieben wurde, jemals gedacht war. Beim Deutschen Fußballbund. Auf dem Platz sind alle gleich, egal ob türkischstämmig oder deutsch oder polnischer Herkunft. Auf dem Platz wird eine Sprache gesprochen und Fußball gespielt. Die Gemeinschaft ist sehr wichtig. Ich wünsche mir, dass wir in einem gemeinsamen Europa irgendwann zu der Normalität kommen, nicht mehr zu unterscheiden, welcher Herkunft man ist, sondern am Ende mit welcher Überzeugung man für gute Werte steht. Wir haben durchaus große Herausforderungen, gesamtgesellschaftliche. Das ist eigentlich schon mein Ansatz. Wie verstehen wir uns als eine Gesellschaft? Da fängt es an. Die Veranstaltung war auch das erste Mal, dass man mal zusammenkommt und sieht, dass alle das eine verbindet. Wir leben alle hier zusammen in Deutschland.